Im Grunde soll es so funktionieren, wenn ich hier den aktiviere, passiert gar nichts. Sehr gut. Warum triggert das nicht? Ach nee, ey, bin ich zu doof, so eine ganz einfache Schaltung zu bauen. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind City hier auf dem Minecraft-Server 1.15. So, es wird sich alles verändern. Ich hatte heute Nacht so eine gute Idee. Oder heute Morgen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich werde hier einiges umbauen müssen. Dass es gut aussieht, so wie ich das gerne hätte. Und da werden wir uns aber vermutlich morgen Abend in einem Livestream treffen. Und da werde ich das machen. Ich möchte auch gerne meine Sachen ein bisschen besser verzaubern. Dafür muss ich aber noch was anderes machen. Nämlich dafür brauche ich einen Haufen Bücher und einen Haufen Leder. Darum werden wir jetzt heute erstmal. Gucken, das ganze Schwarzeichenholz her. Hey, habe ich doch gar nicht gefarmt. Naja. Sag mal nicht nein. Deshalb werde ich heute zuallererst mal meinen Bogen verbessern, beziehungsweise wieder reparieren. Weil. Oh, okay. Naja, egal. Eisen kriegen wir auch wieder ran. Dazu werde ich heute zuallererst bei den Kühen ordentlich ausbauen. Damit wir da die mal ordentlich unterbringen können, damit wir auch sogar, so ist der Plan, die ein bisschen besser züchten können. Na, warte mal. So. Guck, warum ist denn das Wasser so laut plötzlich? Es war doch sonst nie so laut. Warum ist das Wasser so laut? Wetterspieler Blöcke. Nochmal 25. Da auch. Da auch. Ja, das ist ein bisschen. Ah, Moment. Morgen schlägt zu. So. Alles auf 25 ist, denke ich, ganz okay. So. Kühe. Ich habe mir da eine Idee. Oder ich habe da eine Idee, wie wir das ziemlich gut bauen können, dass wir sogar die Kühe züchten können. Pistons brauche ich. Zäune habe ich. Aber ich brauche Sticky Pistons. Das heißt, ich muss mal kurz ein paar Slimebälle. Müsste ich eigentlich noch welche haben? Alter, hat mir jetzt wirklich einer. Ey, ich hatte 6 Slimebälle. Ich hatte 6 Slimebälle. Wo sind die? Okay. Glück gehabt. Ich wollte schon einen Terror machen. So, wir brauchen ein paar Slimes. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Was übrigens sehr gut funktioniert, ist die Kelpfarm. Muss ich euch echt mal sagen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr viel Seetang. Aber was eben negativ ist, ist die Bambus. Geschichte. Und ich müsste das Minecart auch gleich ankommen. Warum ist das jetzt wieder nicht gefahren? Also, guck mal, das Minecart ist nicht gefahren. Ach nee. Ja, dann ist auch klar, weshalb wir nie Bambus kriegen. Hier kann ich halt nichts abbauen. Hä, warum kriege ich keinen Bambus? Okay, wie ihr seht, das bedarf nochmal ein bisschen Arbeit.
dass das wirklich komplett funktioniert. Das hat gar nicht ausgelöst. Habe ich da irgendeinen Fehler gemacht von der Redstone-Leitung her? Geht hier runter. Dann hier rüber. Eigentlich nicht. Eigentlich müsste es gehen. Vielleicht ist das Signal zu lang. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, es bedarf noch ein bisschen Arbeit. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal um die Küchen. Ich hätte gerne noch ein, zwei Tore. Ah ne, habe ich ja gemacht. Okay. Bisschen Erde. Können wir uns auch noch mitnehmen. So. Und dann baue ich hier nämlich eine kleine Kuhfarm hin. Ich habe da ein Design im Kopf. So, jetzt kommen wir hier easy going rein und raus. Das mit den Lampen werde ich auch noch ändern. So. Und jetzt ist meine Idee. Ich kann hier ja schon wegbauen. Ja, kommt mal alle raus hier. Kommt raus. Ich hole gleich mal ein bisschen Weizen. Dann können die alle raus. Ich habe nur einen Weizen. Und ich habe hier unten keinen Weizen angebaut. Alter, ich bin so intelligent. Naja, ein Weizen müsste eigentlich auch reichen. So, okay. Ein paar sind schon hier oben. So. Come on, Babies. Kommt schön hoch. Ihr dürft auch hochkommen. Ja, triggert euch, kommt. Ey, lass mich hoch. Alter, die wollen mich nicht hochlassen. Ja, kommt. Warum geht denn das nicht? Warum wollen die nicht hochkommen? Warum seid ihr denn so doof? Baue ich hier schnell mal zu. Und ich bin eingesperrt. Lass mich raus. Aber ich brauche einen Platz, wo ich den Erdblock platzieren kann. Sehr gut. Warum wollt ihr immer dahin, wo ich bin? So, jetzt ist mein Plan. Wir haben hier 5 Blöcke, das passt. Das ist Digi Pistons. So. Ups. Mit Zäunen. Ich hoffe mal, es klappt. So, mit Zäunen. Und dann hier nochmal Zäune drüber. So. Hm.
Hier unten kann ich eigentlich erstmal freilassen, weil da muss gleich noch ein bisschen Redstone hin. Ich habe mir deine Technik ausgedacht. Ich hoffe mal, dass die funktioniert. Ja, lauf weg, komm. Tschüss. Ich brauche 2 Redstone-Blöcke. 2 Hebel. Und Redstone. Redstone-Blöcke. Shit, da bräuchte ich ja wieder... Nee, warte, ich krieg das, glaube ich, auch ohnehin. Zwei Hebel bräuchte ich noch. Und vielleicht machen wir mal die ganzen Blumen weg. Bambus. Das brauchen wir nicht mehr. Fleisch. Kommt immer einmal roh hin unten eigentlich. So. Gut. 7 Leder haben wir schon wieder gekriegt. Von nix. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. So, ich weiß jetzt nur nicht, wann die auslösen. Ich guck mal, ob das so geht, wenn ich da ein Redstone-Signal setze. Ja. Okay, das ist schon mal gut. So. Ja, ich hätte vielleicht noch eine Schaufel machen sollen, aber... Auch noch mehr Pistons fällt mir gerade ein. Und dann bräuchte ich noch einen Slime. Eigentlich hatte ich nämlich den Gedanken, das mit einer Sticky Piston zu machen. Das wäre nice, wenn der jetzt gleich ein bisschen Slime findet für mich. So. Gut. Dann kommt hier nämlich eine Leitung weg. Keine Hebel gemacht. Nee, ich habe einen Cleanstone mitgenommen. Ich bin so intelligent. Kappa. So. Jetzt müssen wir hier unten irgendwie das Redstone-Signal ausgeben. So. Im Grunde soll es so funktionieren, wenn ich hier den aktiviere, passiert gar nichts. Sehr gut. Also nicht. Also wahrscheinlich nochmal einen Verstärker hin, habe ich zum Glück schon mitgenommen. Hier passiert auch nichts. Hm? Warum passiert da jetzt nichts mehr? Der triggert doch. Der triggert das Redstone-Signal, aber es passiert nichts. Was sind die unten drunter? Ich kenne mich so nicht aus mit Redstone.
Warum triggert das nicht? Och nee, ey, bin ich zu doof, so eine ganz einfache Schaltung zu bauen? Oder was ist das Problem? Okay, wir können es auch anders probieren. Und zwar, dass wir den hier platzieren. Passiert aber auch nichts. Hä? Ich habe doch vorhin hier, warte mal. Doch hier vorhin einen Redstone-Block hin und es hat funktioniert. Geht nicht. Das geht. Komisch. Geht auch wieder nicht. Oh, muss ich da jetzt überall so ein Dinger hier dran machen? Ist es dann easy? Ah ja, okay. Machen wir es halt so. Vielleicht brauche ich den hier dann gar nicht. Hier nicht, da nicht, da nicht. Ah doch, hä? Kann der nicht? Ah. Die blockieren sich gegenseitig irgendwie. Also reicht's, wenn ich immer jeden zweiten mache, so wie unten. Das ist gut, da sparen wir uns ein bisschen was. So, jetzt sind alle draußen, das ist perfekt. Irgendwo ist eine Spinne. Okay. So, jetzt sind nämlich die Zäune zu. Und wenn ich die jetzt, warte mal, es ist offen, wenn ich die tauschen will, okay, das geht so auch, das ist gut, das will ich nämlich gerne so haben. So gut, aber dann ist hier unten eigentlich schon erstmal fertig. Und da ich einfach so noobig bin, würde ich sagen, schaut einfach morgen wieder rein, wenn ich das Zeug hier fertig gebaut habe. Ich bin nämlich irgendwie nicht so Redstone begabt, wie ich gerne wäre. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaltet morgen wieder ein. Haut rein, macht's gut. Tschüss.